Also von der Funktion ist es so, im Prinzip, es gibt einmal einen Startknopf, dann fährt der Computer im Prinzip hier hoch. Ich habe zwei Plus- und Minustasten, wo ich die Unterstützungsstufen mit anschalte. Also desto höher ich schalte, desto mehr Unterstützungskraft habe ich. Im Prinzip muss ich erstmal 6 km/h aus eigener Kraft erreichen, bevor der Motor überhaupt einspringt. Das heißt also, ich muss wirklich erstmal ganz normal ohne Antrieb mich in Bewegung setzen und kann dann halt durch das Treten auf den Pedalarm hinten unterstützt mich halt dementsprechend, welche Unterstützungsstufe ich halt habe. Bremsen kann man vorne quasi wie am Fahrrad? Genau, zwei Felgenbremsen hat er, ne? Hydraulische Bremsen, ganz normal, wie bei jedem Rad oder Fahrrad auch, ja. Haben Sie es denn selber schon mal ausprobiert? Ja, es fährt sich toll. Es macht Spaß, auf jeden Fall. Ist ja leider noch nicht zugelassen. Die Sätze sind da noch nicht so ganz klar. Deswegen ist es für uns jetzt erstmal einfach wirklich erstmal so ein Anschauungsobjekt, was wir hier auf dem Hof ausprobieren können, damit wir überhaupt mal was haben, was wir mal zeigen können. Was ist denn da jetzt der Vorteil im Vergleich zum Fahrrad? Ja, es ist halt wendiger, es ist kleiner. Man kann es halt auch mal, wie gesagt, mal eben mit in den Bus reinnehmen oder halt in den Zug mit rein oder es passt auch ins Auto rein, dass ich halt im Park and Ride machen kann. Ich kann irgendwo, wenn ich in einer größeren Stadt bin, Auto außerhalb stehen lassen und mich dann halt mit dem Roller weiter fortbewegen. Ne? Ah, jetzt bin ich bei 9, 11, boah. 13? Boah, Hilfe! Da bin ich jetzt gar nicht so schnell. Stelle ich mal auf Stufe 5. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Aber man muss erstmal irgendwie klarkommen, um eine vernünftige Geschwindigkeit zu bekommen und die Füße zu koordinieren. Das ist halt tatsächlich auch ein sehr seltsames Gefühl, wenn man plötzlich nur mit einem Fuß überhaupt etwas macht. Gleichzeitig dann drauf guckt, was ich im Moment noch mache. Das wird sich mit Sicherheit irgendwann, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ich gucke die ganze Zeit auf das Display und schaue dann, wie schnell ich überhaupt gerade unterwegs bin. Und es ist anstrengender, als ich gedacht habe. Ich bin ein bisschen außer Puste, aber vielleicht vor Aufregung. Ich bin mir nicht ganz sicher.